Ja, Leute, hatte ich mir schon länger vorgenommen, einfach mal unseren ultimativen Anhänger vorzustellen. Das Dachzelt ist nachträglich gekauft worden. Beim Anhänger handelt es sich um ein STA-8 Schlauchtransportanhänger der DDR. Die Teile standen in jeder kleinen Gemeinde, in den Feuerwehrgaragen, wurden nach der Wende ja irrsinnig hinters Haus gefahren, viele sind inzwischen verrostet. Ich hatte das Glück, dass ich den Anhänger von einem Museumsbesitzer aus dem Vogtland bekommen habe. Der Anhänger hat original auch mehrere Etagen wie Schläuche, Pumpe und so weiter, die Pumpe ausziehbar. Und der Vorbesitzer hat den schon ausgebaut gehabt, das heißt eine Holzplatte unten reingezogen, groß. Und ich habe den Rest reingebaut, was ich schon so hatte. Der Anhänger ist von vorne und hinten zu öffnen, das ist eine super Sache. Hat eine Höhe von ca. 2 Meter. Das ist ideal natürlich für die Nutzung mit Dachzelt. Ne? Man kann hier drunter weglaufen. Das ist alles kein Problem. Ja, das sind so meine Ausbauten hier. Auf jeden Fall Campinggeschirr, zusätzlicher Tisch. Wir haben dann drinnen hinten die Fressecke, sage ich mal, ne? Die Fressbox und einen Kocher. Wir benutzen auch ausschließlich diese Stapelboxen, denn die haben den Vorteil, man sieht es jetzt hier, dass ich jetzt von hinten, das sind meine Klamotten, das sind, was weiß ich, jemanden Klamotten, von hinten einfach reinkomme. Die Kleine hat ihre Klamottenregal hier drüben. Das hier ist im Prinzip Küchenutensilien, Töpfe, Wasserkocher und so weiter. Hier unten ist eine große Schuhkiste, die müssen ja unbedingt immer ganz viele Schuhe mitnehmen. Und vorne sieht man dann von der anderen Seite besser, sind, ich sag mal, so Getränke, die wir jetzt mit haben, Bierdosen und so weiter. Dieses Regal stand früher in unserem Allradbus. Da haben die zwei Jungs drin geschlafen, während wir mit dem anderen Dachzelt, was ihr schon gesehen habt, oben drauf geschlafen haben. Wir waren da völlig autark. Ja, oben drauf kommt dann hier, fehlt jetzt noch einer der Campingklappstühle. Übrigens zwei passen hier dahinter. Ja, und jetzt hier muss man sich vorstellen, diesen Klapptisch, den wir da haben. Moment mal, hinblenden. Also den hier, da schwöre ich drauf, das Teil ist immer schön stabil gewesen, auch wenn die Kinder mal dran rütteln, wenn jemand mit auf den Stühlen sitzt, kann nichts passieren. Der Anhänger lässt sich super verschließen. Hier seht ihr ein Kegelrad oben und unten. Dicke Haken, die sich jetzt hier reinfassen, und das stabilisiert auch noch mal den gesamten, ich sag mal, Blechaufbau, den Koffer. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist das Tassenregal. Hier eine große Betonbox oder Mörtel-Mörtel-Kiste, wo man so sein Spielzeug hat, drin hat, Mangelzeug, Höhlen. Zeugs, Kletterzeug oder sonst was. Einfach Tupperkisten hier an eine Pappelholzplatte, Gewürzständer. Ja, ihr seht, es ist nicht alles so aufgeräumt. Diese Euroboxen habe ich auch noch ein Brett zugeschnitten, kann man auch noch benutzen. Dazu habe ich mir später zusätzlich gemacht. Wie gesagt, hier steht dann der Tisch drin für den Transport, wird festgemacht mit Riemen. Alles rüttelsicher und pistenfest. Kann ich mal vorne reingehen. Stützen hat er natürlich auch schon dabei. Der Anhänger hat übrigens Drehstabfederung, nicht diese dümmlichen Gummifedern, die so die Baumarktanhänger haben. Der nimmt jedes Schlagloch mit, also der ist wirklich Offroad tauglich. Man kann auch noch unten ein Ersatzrad dran machen. Ich verzichte in den letzten Jahren drauf, weil es passiert nichts. Es sind dicke Reifen. Und Leergewicht hat dieser Anhänger 250 Kilogramm. Der ist ungebremst. Ja, wie man sieht hier, die vorderen Türen. Hängt sogar noch der original Feuerlöscher drinne. Auf der anderen Seite einfach ein Brett, wo man nochmal, ja, für alle möglichen Utensilien. Ja, so sieht es vorne aus. Hier steht meistens ein Wassereimer, den wir dabei haben. Elektrokocher, damit wir nicht so viel Gas verschwenden. Der Wasserkanister steht hier im vorderen Bereich. Hier sieht man nochmal die Getränkekiste. Kochutensilien.
Und hier steht jetzt der Koffergrill. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Der passt da auch ideal rein. Rüttelfest, fällt nicht um. Wie gesagt, die Stapelkisten hier, jederzeit kann man da zugreifen. Ich meine, hat schon so ein paar Sachen, die man einfach mitnehmen will. Ja, das war's so in Kürze über diesen Anhänger. Normal haben die ja eigentlich auch die Deichsel nach oben geschwungen für LKW-Kupplung. Aber ja, wenn man das gut mit dem TÜV abspricht, soll das kein Problem sein. Und der hat Deichselhöhe, so wie er jetzt ist, von ca. 50 mm mit diesen Reifen. Ne? Das sind so wie die alten Käfer, die Felgen, ich weiß nicht, ein Lochkreis und größere Reifen auf 15 Zoll Felgen. Okay, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir beenden es mit einem kurzen Schwenk über den Campingplatz hier in Albanien am Shkodra Lac, See Lac Resort. So, vielleicht nochmal ein kleiner Blick in das Dachzelt. Die Dinger sind wirklich großzügig ausgelegt. Oh, natürlich nicht aufgeräumt. Das ist etwa so 2 Meter, ich glaube über 2 Meter lang. 2,20 Meter oder so. Und 1,45 Meter breit. Die sind halt schön zu durchlüften, die Teile hier mit den großen Fenstern. Ja, macht schon Spaß so